Schon ein bisschen vorgespielt, um erstmal überhaupt reinzukommen. Also meine schildschaltenden Charakter, Grafik ist jetzt nicht so. Also das Spiel ist nicht auf Grafik orientiert. Ich kann das Spiel kann man spielen über Tablet und allen möglichen iOS und so. Wir betreten mal die Welt, dann gleich euch ein bisschen was. So, da sind wir schon drin. So, das ist mein Charakter. Das Spiel ist ein großes MMO, ein sehr großes MMO. Also das Spiel, also wer Ultima Online kennt von damals und sich da heimisch fühlte, fühlt sich ja auch heimisch, weil hier kannst du hier, du fängst ja an mit nichts, machst deine kleine Questline bis zu dem Pferd, das habe ich schon alles hinter mir, bin ja schon eine Gilde beigetreten. Und du kannst alles machen, was du willst. Also die Weltkarte ist schon mal riesig. Ich bin gerade hier in Steppe Cross. Hier ist eine Hauptstadt und das ist der ganze Kontinent. Ist schon sehr groß. So. Dann hat man immer Gebietskarten. Die sind so aus. Da sieht man halt, was man alles, was es alles gibt. Talentbaum ist auch gewöhnungsbedürftig. Also ist nicht so, dass wir nach und nach was freihält. Es ist halt, es passiert, wie man, also was er macht im Spiel, umso weiter schaltet sich das frei. Zum Beispiel hier. Ich wollte auf Schmiedebauer gehen. Hab halt das dafür, die Bedingungen dafür zu machen bis dahin. So, zum Beispiel, wenn man jetzt auf Schmiedebauer geht, man muss sich am Anfang an erstmal hier reinfitzen, muss erstmal suchen und gucken, was man überhaupt machen will. Man kann nicht alles gleichzeitig machen, weil dafür sind die Ressourcen, die EP zu knapp. Ich gehe jetzt auf Schmiede und möchte eigentlich hier hoch in die Herrschung von Plattenrüstung gehen. Das ist erstmal so mein Hauptaugenmerk. Da steht halt da, was du machen musst. Da steht zum Beispiel als Bedingung für die nächste Stufe fertige Soldatenrüstung des Gesellen oder besser. Passive Bonus, bla und blub. Hier sieht dein MP-Balken. Du kannst halt ab hier kannst du halt Alarm mit deinen Büchern, die man hier oben hat. Das Ding ist, das Spiel basiert alles, was hier drin handelbar ist, handelbar macht, basiert alles über Spieler. Die ganzen Spieler handeln. Das sind alles Spieler, die gerade hier ein bisschen rumrennen, Handelskarawanen unterwegs sind. Gilde habe ich wie gesagt auch schon. Es gibt Gilden. Burgen, Gildenhäuser, kann ein eigenes Haus aufbauen, eine eigene Farm bauen. Es gibt eine Art Dungeons, Expeditionsmission, Worldboss, PvP, was ich euch noch erklären muss, bevor ihr anfangt, überhaupt hier rumzurennen und dann die Lust verliert, wenn man auf der Karte geht. Sieht man hier blaue Symbole, gelbe Symbole, rote Symbole und da gibt es eigentlich noch schwarz. Irgendwo. Sowas hier, glaube ich. Schwarze Fahnen. Auf jeden Fall, erklärt. Die blauen Symbole sind dazu da. Das sind PvE-Gebiete. Da kann man durchlaufen. Wenn man stirbt durch NPCs, verliert man nichts, außer man drückt auf Died. Died heißt, wenn man stirbt und da kommt die Schaltfläche tot, dann lässt man alles liegen, was man einstecken hat. Wenn man dafür aber Repair drückt, legt man sein Silber hin und repariert seine Gegenstände und kommt wieder. So, gelbe sind die PvP-Zonen, aber da ist dasselbe Prinzip beim Sterben wie bei den blauen Zonen. Da kann dich jeder angreifen und passiert bloß wie bei den blauen Zonen, dass man, wenn man stirbt, nicht alles verliert. Bei den roten Zonen ist Full Loot. Das heißt, wenn man dort stirbt, kann dich jeder looten. Du hast alles verloren, was du einstecken hattest. So, meine Mission lautet erstmal da, denn ich muss erst einmal in das nächste Gebiet reisen.
Und muss dort erstmal farmen. Ich wollte es euch erstmal ein bisschen zeigen, das Spiel, weil Let's Playen, das wird zu langwierig und zu langweilig jetzt wahrscheinlich. Ich wollte euch einen kleinen Einblick zeigen. So, hier hat man jetzt die Karte. Meine Mission steht erstmal da drin, dass ich mir selber erstmal gestellt habe, weil hier gibt es keine Quests. Gibt es keine handelsüblichen Quests, wo man sagen muss, ja, das mache ich jetzt, da habe ich ein Ziel. Dein Ziel besteht selber in dir. Du musst dir selber sagen, ja, das möchte ich machen. So, mein Ziel besteht erstmal darin, dass ich Steine sammeln muss. Level 2 Steine. Das ist Kalkstein. Die brauche ich. Dein Inventar sieht halt so aus. Gewicht hat man auch. Die ganze Rüstung, die ich anhabe, habe ich mir selber gecraftet. Die ganzen Waffen habe ich mir selber gecraftet. Man kann sich alles selber ercraften. Handeln, die Preise variieren, wie die Spieler handeln, das ist alles was ganz anderes als in typischen MMOs. Das soll auch nur ein ganz kurzes Einblick geben in das Spiel. Die Möglichkeiten sind ja grenzenlos. Wenn man reingeht, sucht euch am besten eine Guild allein, seid ihr aufgeschmissen. Man kann nicht alleine alles erlernen, man braucht Mitspieler, die dir helfen. Spawn, den werden wir mal wegknüppeln. Ja, das sind jetzt falsch was anderes. Das Ding ist auch, es gibt hier keine Klassen. Muss ich euch noch ein bisschen erklären. Ihr könnt alles sein, was ihr wollt. Eure Skills basieren auf die Waffen, die ihr tragt. Zum Beispiel hier. Ihr habt jetzt Breitschwert des Gesellen, hab ich angelegt, Level 3. Der hat Skills. Ihr könnt Skills aussuchen und die werden hier unten angezeigt. Sehr übersichtlich. Auch die Rüstung haben Skills. Das heißt, das, was ihr tragt, das seid ihr. Ihr könnt auch ein plattentragender Magier sein, wenn ihr das wollt. Es gibt hier keine verschiedenen Klassenarten. In dem Sinne, ihr könnt alles spielen. Schicksal erfüllt. Gesellenkämpfer mit Plattenrüstung. Jetzt haben wir zum Beispiel den Schicksalapfel, das sieht man dann hier. Das müsste das hier sein. Gesellenkämpfer mit Plattenrüstung. Bedingungen für die nächste Stufe. Hier Turm, bla bla. Nutzbare Gegenstände. Jetzt kann ich Level 3 Rüstung tragen. Das heißt, ich könnte mir jetzt Level 3 Rüstung kaufen. Oder mir bauen, weil ich das schon erlernt habe. Brauche ich Bronzestangen. Also das heißt Bronze sammeln. Bronze, also Eisen sammeln und Zinn sammeln. Kupfer und Zinn und die umverwandeln in Bronze. Das läuft schon ziemlich langsam. Das ist Zinnerz. Kann ich das abbauen? Nee. Brauche ich erst eine bessere Spitzhacke.
dann mal das Kupfer noch mit. Wie gesagt, Leute, die denken, die könnten alles erlernen. Braucht ihr glaube 5 Jahre für. Müsst ihr euch selber ein Ziel setzen. Das Spiel ist ja nicht für jeden, was ist eigentlich. Spieler, die gerne handeln, die gerne mit anderen Leuten zusammenarbeiten, für die ist das was. Suchen wir uns mal den Golem. Und der falsche besseren Hammer. Kalkstein davon brauche ich noch viel, viel mehr. Ich bin gerade dabei, mein Housing. Ich habe mir eine Insel gekauft beim Piraten und da kann ich mal mein eigenes Haus draufsetzen. So, das eigene Haus habe ich soweit aufgebaut, bloß ich brauche Blöcke für. Durchkämpfen geht ja auch noch weiter im Level. Ja, und Skill. Kann ich leider nicht abwarten, bin ich auch nicht anscheinend kann ich mich auch noch abbauen. Es geht eigentlich hier ist viel gefarmt, viel Crafting. Es gibt auch wie gesagt Gildenkriege. Ganze Gebiete erobern, Bogen bauen, Festung bauen, aber so weit bin ich schon lange nicht und das dauert auch eine Weile, bis ich reinkomme. Das Spiel ist einfach bloß ein Spiel, wo man
anfangs erstmal schön in Ruhe sein Ding macht. Da gilt ein bisschen zusammen, was macht. Deine Tierlevel von deinen Ausrüstungs höher schraubt, dass man da erstmal gewappnet ist, weil die ganzen Gebiete, Weltkarte, die haben alle hier eine Zahl davor. 3, 2, das sind alles die Tiergebiete. 5. Und um da eigentlich reinzugehen, lohnt es sich, wie jetzt mein Charakter, also jetzt Tier 2 Rüstung und Tier 3 Waffen. Ich müsste jetzt was nächstes mehr Tier 3 Rüstung bauen. Und auf jeden Fall höhere Werkzeuge. Das ganze Spiel ist Nachfrage. Es gibt Auktionshäuser. Die Auktionshäuser laufen aber so, dass, ne, Weltkarte. Hier zum Beispiel eine Stadt. Sieht man hier. Stadt. Zum Beispiel hier ist ein Auktionshaus. Dort stellen Leute Steine rein für so und so viel Geld. Und hier in der Stadt, in Brewerge zum Beispiel, ist die Nachfrage an Stein groß. Und somit bilden sich Händler, die von dort nach dort laufen, um dort Steine zu verkaufen, damit die den Ertrag erhöhen, weil dort die Nachfrage größer ist als hier. Obwohl hier mehr Stein drin ist. Dort kriegst du mehr Geld für die Steine. Also so kaufen sie hier ein für, sag mal, 1 Silber pro Stein, verkaufst du dort für 3 Silber pro Stein. Und somit verdient ihr Geld. Und somit ist das aber hier. Hier zum Beispiel in der Hauptstadt von der ganzen. Um dorthin zu kommen, um zu handeln, von hier und so weiter, musst du durch gelbe Gebiete, da geht's noch, aber durch rote Gebiet. Und rote Gebiet heißt, kannst du ohne so eine Söldnergruppe oder eine Gildengruppe, die dich schützt mit deiner Ware, kannst du vergessen, da durchzulaufen. Soldatenrüstung Level 2. Ja, mit. Kann man erforschen, dadurch gibt man XP oder man kann sie wiederverwerten oder verkaufen. Wie sieht jetzt eigentlich mein Baum aus? So. Ich bin ja gerade unterwegs bis dorthin. Bedingungen für nächste sind die 7 Standard Stufe 4 freigeschalten. Tät Kreaturen. Geißel-Tipp, das heißt einfach nur Kreaturen töten, dann steigt er hier ab. Gesell Kriegerwaffe. Breitschwarze Druiden mache ich Kriegserfahrung. Bin ich schon Level up. Es geht gerade hier drauf zu. Und wann mit was ich spiele. Und so weiter und so fort. Hier ist der Baum fürs Ressourcensammeln, Handwerk, auf einen Ressourcen. Maxi-Bauer Geselle. Da gibt man wieder Werkzeug, fertige Werkzeuge oder Zubehör in den Wiesland, dann steigst du hier im Level. Hier erstmal hochgehen, damit ich das hier ausrüste. Das dann noch Richtung Stadt wieder zurückreiten. Ein bisschen Zeug craften.
Ich brauche besseres Werkzeug. Ich denke mal, wenn ihr es zuguckt, ist es für euch etwas langweilig. Weil hier nicht so viel passiert wie in Diablo oder so. Das heißt, wenn wir noch das Kupfer mit hier und dann werden wir mal zurückreiten. Ich bin jetzt schon zu schwer, aber mit meinem Esel müsste es eigentlich gehen. Verschiedene Reittiere, es gibt auch ein Pack. So ein Packbulle, da kannst du noch mehr tragen. Wie gesagt, ohne Gilde kann man ja nicht viel reißen, also ich verstehe auch nicht die Leute, die ohne Gilde spielen. Ah, naja, muss ja das auch wissen. Zurück. Ich kaufe noch ein bisschen was, veredeln noch ein bisschen was. Da war es ja für das kleine Angezockt-Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Vielleicht mache ich noch ein Video dazu. Wenn nicht, dann nicht. So, da sind wir in der Stadt. Was haben wir jetzt alles eingesteckt? Das, das, das. Das können wir vielleicht verkaufen oder erforschen. Lädt ganz schön. Also war das falsche. Hier können wir erstmal Zeug reparieren. Hier können wir auch Zeug verwerten und verbessern. So, hier gibt es ein Inventar, so eine Bank. Da kann man Zeug einlagern. Aber das Ding ist hier, er lagert hier jetzt Zeug ein. Das ist auch nur hier. Das heißt, wenn ihr in ein anderes Bankfach geht, ist es nicht dort drin. Ihr könnt das nur hier reintun und es ist hier in diesem Ort. Und wenn ihr das woanders geschafft wollt, müsst ihr es einpacken und dort hin schaffen. Das heißt, jetzt muss ich mal hier, ja. Eis schmelzt. Hier brauchen wir Zinner zum Funkstischung herzustellen. Da brauche ich eine bessere Hacke. So. Warte, gucken wir mal. Hier unten ist. Darf ich Schläder einschicken? Nein, nicht viel. Steinmetz. Können wir hier. Das ist der Steinmetz. Kalkstein. So, machen wir mal die ganze Steine weg. Davon brauche ich noch viel mehr, um mein Haus weiterzubauen. So, was haben wir noch? Ja, wir haben noch ein bisschen Holz. Das ist hier unten, da kann ich meinen Holzvater noch mal. Select. So, wir können ja mal gucken. Ja, bei dem ist. Ach ne, das ist ja bloß eine kleine. Hier könnte man Rüstung herstellen und Echse und bla.
Da brauchen wir mal Level 3 Gesandtenblank. Na. Hier gibt man auch bessere Rüstung herstellen. Level 3 brauchen wir Bronzestangen. Hier oben müsste doch Werkzeugbauer sein. Gehen wir mal dort gucken. Das hier müsste Werkzeugbauer sein. Genau. Es gibt nur Spitzhacke des Noviz. Bauen auf jeden Fall eine Spitzhacke. Eine Axt. Ein Hammer. Abbruchhammer brauchen wir nicht. Dann bauen wir uns. Ah, da fehlt es noch Salz. Das, das, das. Da gibt ein Flyer. Jetzt könnte man wieder verwerten. Ich glaube bei dem. Ja. Da kann man die Axt wieder verwerten. Die Hacke. Nur zeigen bitte. Unsere Werkzeuge. Gehen wir zu unserem Inventar. Nochmal zeig einmal, ich bin immer noch zu schwer. So, jetzt mal das, das, das. So, die zwei. Ne, du machst mal hier rein. So. Ich würde sagen, das war's für unser kleines angespielt, reingeguckt, reingeschaut. Falls ihr mehr davon sehen wollt, ich ein bisschen was erklären soll, falls ihr was wissen wollt, schreibt einen Kommentar, lasst einen Daumen oben. Lasst eventuell ein Abonnent da. Wiedersehen.